Moin Freunde, was geht? Willkommen zur dieswöchigen Ausgabe meiner SmackDown vs. Raw Reviews und wir starten auch direkt mal in die Raw-Ausgabe rein. Es ging nämlich mit Enzo und Cass los, welche zum Ring kommen und Enzo erstmal die Sachen von letzter Woche anspricht, aber dann kommt Chris Jericho raus, bleibt auf der Stage und sagt, dass Enzo wie ein kleiner Hund ist, der halt nur bellt, aber nichts macht. Dann kommt noch Kevin Owens, der ja seit letzter Woche ein Unterstützer von Jericho ist in dieser Fehde und Jericho erwähnt auch direkt, dass Kevin Owens ihm den Rücken frei halten wird. Und Owens shootet dann noch ein bisschen gegen Enzo über Enzos Promos und so. Und dass er Enzo verletzen wird, sonst wenn er es nicht tut, dann tut es halt Chris Jericho. Und dann gibt es auch das Einzelmatch Enzo Amore gegen Chris Jericho, welches ich echt durchaus okay fand. Und ich finde es auch ganz gut, dass jetzt auch seit letzter Woche Enzo mal richtig was zeigen kann im Ring. Denn normalerweise war es ja immer so, selbst in Matches gegen die Social Outcasts, dass Enzo Amore im Ring immer platt gemacht wurde, Big Cass eingewechselt hat und Cass dann den Rest gemacht hat. Und ja, so liefen halt die normalen Matches von denen immer ab, aber jetzt darf auch Enzo im Ring normal viel, sage ich mal, zeigen. Naja, am Ende des Matches hindert dann Kevin Owens Enzo am Reinkommen, wodurch es den Codebreaker von Chris Jericho gibt, aber Cass, der rastet dann komplett aus und haut Chris Jericho mit einem Big Boot um und das Match endet dadurch in einer Disqualifikation, weil der Ref nur das gesehen hat und nicht das Hindern von Owens am Reinkommen. Deswegen gewinnt Chris Jericho durch Disqualifikation dieses Match. Ich muss zum einen sagen, ich finde die Ansetzung Kevin Owens und Chris Jericho gegen Enzo Amore und Big Cass für den SummerSlam, denn das wurde jetzt auch bestätigt, dieses Match wird es beim SummerSlam geben. Na, da gehe ich mit gemischten Gefühlen rein. Es würde wahrscheinlich für zum Beispiel Kevin Owens auch bessere Einzelgegner geben, aber die Card ist schon ziemlich voll und dann muss man halt die alle noch irgendwie da integrieren. Ich denke mal, dass das der Sinn hinter der ganzen Sache ist, dass sie einfach noch integrieren wollten, sie jetzt eine Fehde bekommen haben, die auch relativ unterhaltsam ist. Also von daher finde ich das komplett okay. Ich hoffe aber nicht, dass sich das nach dem SummerSlam noch irgendwie weiterzieht. Ich hoffe dann zum Beispiel auf eine Kevin Owens vs. Chris Jericho Fehde, weil einer der beiden dann den anderen hintergeht und dadurch dann Enzo und Cass gewinnen. Ja, und wieso etwas, so hoffe ich mir da auf jeden Fall. Weiter ging es dann mit einem Backstage-Segment, wo Sasha Banks ein Handicap-Match beim SummerSlam gegen Dana und Charlotte haben möchte. Aber Mick Foley, der General Manager von Monday Night Raw, sagt, dass Sasha Banks heute ein Match gegen Dana Brooke haben wird. Und wenn Sasha verliert, dann gibt es dieses Handicap-Match gegen Dana und Charlotte. Und wenn Sasha gewinnt, wenn Sasha gewinnt, dann ist Dana Brooke vom Ring verbannt. Und das Match gab es dann auf jeden Fall später, dazu werden wir auf jeden Fall noch kommen. Aber den Sinn habe ich nicht ganz dahinter verstanden, weil sie will ein Handicap-Match haben, aber dann spielt das irgendwie kaum noch eine Rolle danach, weil wenn sie gewinnt, dann kriegt sie das Einzelmatch. Ich finde, das war ein bisschen verwirrend, dieses Segment. Lag vielleicht auch an mir, aber ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Dann das typische Jobber-Match von Braun Strowman. Diesmal hieß der Jobber, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, Joel Nelson. Und der Jobber hat sogar einen Entrance bekommen, was jetzt auch schon nicht selbstverständlich ist. Und er sah auch nicht so aus wie der erste Jobber, wie so ein Loser. Er sah schon ernstzunehmender aus. Aber naja, Braun Strowman gewinnt natürlich nach unter einer Minute direkt mit dem Reverse Chokeslam, was ja auch klar ist. Und wie auch schon in den letzten Reviews gesagt, ich finde diese Jobber-Matches okay, aber nach dem SummerSlam sollte es eine Fehde für Strowman geben. Dann als nächstes war dieser Puff Daddy oder wie der komische Promi da, dieser Rapper da heißt, bei Mick Foley, welcher Tablet-Schwierigkeiten hat, das hat man ganz deutlich gesehen in diesem Backstage-Segment. Dann kommt der New Day, allerdings nur Xavier und Kofi, weil Big E ja Storyline-mäßig an seinen Eiern verletzt ist. Die fressen dann noch irgendwie Booty-Os und ja, das war dann halt der Sinn von diesem Segment. War relativ lustig, wie sich dann Mick Foley die Booty-Os-Verpackung geschnappt hat und ein bisschen gefuttert hat. Dann hatten wir ein Match, was es schon in der letzten Woche gab, nämlich Titus O'Neil gegen Darren Young. Und ja, anders als in der letzten Woche fand ich das Match dieses Mal echt komplett langweilig und ich fand es auch schwach. Also es hat mir echt überhaupt nicht gefallen, aber es war halt einfach da, um die Fehde weiterzuführen. Darren Young gewinnt nämlich genau wie Titus O'Neil letzte Woche durch einen Einroller, wo er Titus an der Hose festhält. Ich denke mal, das wird einfach darauf hinauslaufen, dass es dieses Match noch einmal in der Kickoff-Show vom SummerSlam gibt, wo der Darren Young wahrscheinlich gewinnt. Denn die erste Fehde zwischen denen hat Titus O'Neil gewonnen. Jetzt wird man auch Young, gerade wegen diesem Make Darren Young Great Again kam da, gewinnen lassen. Naja, finde ich auf jeden Fall echt uninteressant. Danach kam The Man Himself,
Seth Rollins raus, hat sich so ein bisschen selbst gehypt und dann erzählt, dass er, je mehr er über Finn Balor erfährt, je mehr hasst er ihn. Hält insgesamt eine echt sehr, sehr starke Promo und ja, macht sich dann noch so ein bisschen über Finn Balors Namen lustig, aber war insgesamt eine echt sehr gute Promo von Seth Rollins, wie man es von ihm auch gewöhnt ist. Und er ist für mich eigentlich schon fast der beste Micworker im Moment im Kader. Mit Chris Jericho und Enzo Amore so ziemlich, also bei Raw auf jeden Fall. Und Kevin Owens darf man auch nicht vergessen. Sind alle einfach nur geil. Als nächstes kam dann Sheamus raus mit einem neuen Titantron, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und er hatte nochmal ein Match gegen Cesaro. Und ja, das Match, ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt nochmal angesetzt wurde. Wenn ich mich nicht täusche, war, dass er mir das Sheamus zeigen wollte, dass er doch besser ist als Cesaro oder so. Aber naja, auf jeden Fall war das Match of the Night, kann man, denke ich, mal auf jeden Fall sagen. Und es gab einen göttlichen Bro-Kick-Konter in den Einroller von Cesaro, das fand ich echt richtig gut. Und naja, am Ende wird dann der Referee ausgenockt und es gibt dann einen Einroller von Sheamus, der dann halt nicht gezählt wird. Das heißt, Sheamus hätte dieses Match gewonnen eigentlich. Aber als der Referee wieder zu sich gekommen ist, rollt dann Cesaro Sheamus ein und dann ist das Match zu Ende. Und das war halt, wie schon gesagt, ein echt gutes Match. Aber ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das hinauslaufen wird, weil beide jetzt, denke ich mal, noch kein Pay-Per-View-Match beim SummerSlam haben. Mal gucken, was im letzten Raw kommt, denn dieses Match hier, auch wenn es gut war, fand ich irgendwie ein bisschen irrelevant, das hätte jetzt nicht sein müssen. Und einfach nur nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen Zeit füllen. Danach gab es ein Orton vs. Lesnar Hype-Video, was halt WWE-typisch gut wie immer war. Und ja, das war halt einfach da, weil Brock Lesnar nicht da war, damit man das auch nochmal in die Show einbringen kann, dass dieses Match ja bald ist. Ja, finde ich schade, dass Lesnar gerade bei solchen Fäden nicht jede Raw da ist, damit er die Fäde weiterführen kann, aber es ist auch ein bisschen schwer, weil er ja bei Raw ist und Randy bei SmackDown. Das war ich dazu erzählen, aber ich finde, man hätte es noch weiter durchziehen können, dass beide auf den Raw-Subtitle heißen und die ganze Zeit gegenseitig sich in den anderen Shows bekriegen. Hätte ich geil gefunden, aber wird anscheinend nicht weitergeführt. Danach gab es ein irrelevantes Tag-Team-Match. Die Dudley Boys gegen Neville und ein Mystery Opponent, welcher sich dann als Sin Cara entpuppt. Ich hatte eigentlich mit Sami Zayn, der bei dieser Raw gar nicht am Start war, gerechnet. Ja, auf jeden Fall, Sin Cara hat wieder seine normalen Sin Cara LEDs auf der Stage und nicht mehr die Lucha Dragons LEDs. Glaubt wahrscheinlich niemand diese Information, ist mir nur so aufgefallen. Und auf jeden Fall gewinnt Neville nach dem Red Arrow. Und die Dudley Boys müssen für alles jobben und haben null Relevanz. Und insgesamt war das einfach komplett relevanzlos, weil sich daraus nicht mal eine Fehde entwickeln wird, denke ich. Obwohl, doch vielleicht sogar schon, denn nach dem Match, denn das Match, das war jetzt, muss man sagen, war okay. Es war jetzt nicht komplett scheiße, am Anfang war es ein bisschen langweilig. Ich fand es unterm Strich okay. Aber ich fand am Ende, weil Devon Dudley hat aus Versehen Bubba Ray mit einer Clothesline getroffen, sah Bubba vom Gesichtsausdruck echt so aus, als würde er Devon jetzt irgendwie töten und gegen ihn noch healiger Heel-Turn, also gegen, auf jeden Fall gegen Devon turn. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in Zukunft noch kommen könnte, weil die Dudley Boys, so wie sie im Moment sind, einfach überhaupt kein Standing, überhaupt keine Relevanz haben. Dann gab es für mich eins der Highlights der Raw, also am Anfang nicht, aber am Ende, denn es war das Rusev und Lana Hochzeitssegment. Und ich dachte mir am Anfang so, ach scheiße, ich habe gar keinen Bock, bitte kommt Shay Reigns und unterbricht das. Und ja, ich habe halt auf Reigns gehofft. Das ist schon eine Ansage, wie scheiße das war. Die labern halt über ihre Hochzeit, es interessiert niemanden, die Crowd ruft boring. Rusev beleidigt dann natürlich auch in seiner typischen Manier so die Amerikaner, dass er der größte amerikanische Hero kommt und Reigns kommt und Reigns kriegt Cheers von der Crowd. Und wenn ein Roman Reigns von der Crowd geschiert wird, dann weißt du, dass das Segment, was er unterbrochen hat, einfach nur kompletter Bullshit war. Weil ganz ehrlich, es war klar, was passieren wird und es war einfach langweilig. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Ja, Reigns sagt dann erstmal, yo, ich will hier das Titelmatch und ich finde, Reigns war richtig stark am Mike auf jeden Fall. Das muss man ihm hier echt mal zugute halten. Und dann entsteht natürlich ein kleiner Brawl, der dann damit endet, dass Lana mit der Fresse voran in die Torte fliegt. Und ja, das hat Reigns dann auch nochmal ein bisschen abgefeiert. Also das, finde ich, war ein echt langweiliges Segment, was dann relativ lustig geendet ist. Und für mich
also auf jeden Fall das Ende, zu den besseren Sachen an dieser Raw gehörte. Denn mich hat das dann, nachdem Reigns am Mike losgelegt hat, echt unterhalten, weil Reigns war hier echt, muss ich noch einmal sagen, richtig stark am Mike. Ja, kurz danach beschweren sich dann Lana und Rusev bei Mick Foley und Mick setzt dann das United States Titelmatch an. Ja, als erstes gab es dann Sasha Banks gegen Dana Brooke, und welches ja davor schon angekündigt wurde, und Sasha Banks gewinnt nach einem recht kurzen, aber schon ansehnlichen Match relativ schnell und hat damit sozusagen das 1 gegen 1 Match gegen Charlotte beim SummerSlam. Als nächstes kam ein echt richtig epischer Finn Balor Einspieler, denn ich finde, das ist sehr gut gelöst worden. Er saß nämlich auf so einem komischen Stuhl mit Nebel und es sah einfach so richtig demonhaft, atmosphärisch, geil, episch, göttlich einfach aus. Es sah einfach nice aus, wie sie es da gemacht haben. Und erzählt so, wie so ein Geschichtenerzähler, so ein Mythenerzähler im Fernsehen oder im Radio, woher sein Name kommt. Das ist nämlich Finn, das ist der Name von irgendeinem irischen Helden, der irgendwie richtig krasse Sachen geleistet hat. Und Balor, das ist der Name von dem Demon King. Und ja, war einfach komplett episch gemacht, muss ich sagen. Das war von vorne bis hinten einfach Göttlichkeit pur. Und das haben sie echt so richtig gemacht, weil man hat letzte Woche gesehen, im Ring am Mike, da verblasst ein Finn Balor einfach komplett neben einem Seth Rollins. Aber so wie sie es hier jetzt gemacht haben, echt richtig geil, erste Sahne. Ich hatte teilweise auch schon fast Gänsehaut. Und Finn Balor hat es eigentlich auch schon angeteased. Seth Rollins wird beim SummerSlam den Demon treffen. Fuck yeah. Als nächstes gab es ein Segment, beziehungsweise kein Segment, ein Einspieler von The Club. Denn es war ein Doktor-Segment, wo die beiden in Arztkitteln ein bisschen über Eier und Big E gesprochen haben, weil sie ihn ja an den Eiern verletzt haben. Das fand ich, war echt lustig. Und Luke Gallows sieht im Arztkittel echt nice aus. Und was ich auch relativ lustig finde, sein Name bei New Japan Pro Wrestling war ja Dog Gallows. Und in dem Fall, weil er da ein Doktor war, war er ja da Dog Gallows. Ja, nur so ein kleiner, in Anführungszeichen, Fun Fact, mal so am Rande. Als erstes gab es dann auch so ein Match, auf jeden Fall von der Hede, nämlich Kofi Kingston gegen Luke Gallows. Und Luke Gallows kann das Match zum Glück gewinnen, nachdem Anderson kurz ausgeschaltet hat. Es war auch ein kurzes Match und ich finde es gut, dass ein Club-Member hier mal ein Match gut gewinnen konnte. Nach dem Match wollen sie dann Kofi Kingston, genau wie Big E, ausschalten, indem sie wieder seine Eier in den Ringpfosten rammen. Aber Xavier Woods hält die beiden heldenhaft auf. Und das war's. Ja, ich mag diese Storyline, dass die beiden den New Day komplett verletzen wollen. Das passt zu denen, weil die beiden sind halt solche Leute, die einen Fick auf Regeln geben oder so. Aber das könnte man nochmal ein bisschen extremer durchziehen, so wie es halt PG-mäßig funktioniert halt. Und hoffe auch auf einen Titelgewinn dabei beim SummerSlam, denn das Match wird es ja zu 100% geben. Als nächstes hatten wir dann ein Golden Truth Scooby-Doo-Segment, Einspieler wie auch immer, wo dann die beiden beim Pokémon Go spielen, hatte da Pokémon Go eine Rolle gespielt, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall haben die das Scooby-Doo mit diesem Auto, mit dem die immer rumfahren, irgendwie die Mystery Machine, wie so heißt das, getroffen. Und am Ende haben sie alle Scooby-Snacks gefressen im Auto, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich erinnere mich nicht mehr ganz so gut an dieses Segment, aber ja, ist halt Golden Truth-mäßig, war halt ganz cool. Dann gab es das vorher angekündigte Mick Foley-Daniel Bryan-Segment, wo sich die beiden erst einmal gegenseitig nicht so viel Respekt halt zeigen, wie ich es jetzt gedacht hätte. Ich dachte jetzt, sie küssen sich jetzt so komplett den Arsch. Wie, du bist echt heftig, deine Show ist geil. Aber nein, da, man spürt richtig schön die Rivalität im Ring zwischen den beiden, auch weil Daniel Bryan angefangen hat, SmackDown so ein bisschen anzukündigen, zu promoten, was SmackDown sofort unterbunden hat. Denn das Segment war ja da, weil sich Mick Foley bei Daniel Bryan wegen den Sachen mit Lesnar entschuldigen wollte. Auf jeden Fall werden beide dann von Rusev unterbrochen und er meint, dass Raw keinen neuen Champ braucht, weil Rusev mit dem United States Titel der Nummer 1 Champ ist. Dann kommt Cesaro und Daniel Bryan shootet nochmal eine Runde gegen Raw und Mick Foley setzt daraufhin ein US-Titel-Match zwischen Cesaro und Rusev an, was dann auch direkt mit dem Uppercut-Train beginnt. Also es ging echt sehr, sehr schnell los, gerade durch die Aktion von Cesaro, hat dann durch so ein bisschen an Tempo rausgenommen und Cesaro hat einen Accolade auch relativ cool gekontert
Und am Ende kommt dann wieder richtig Schwung rein. Cesaro hat Rusev gerade im Sharpshooter. Aber dann kommt Sheamus, lenkt Cesaro ab. Rusev gibt ihm einen Superkick. Aber Cesaro kommt aus dem Cover raus. Er kann Rusev den Neutralizer geben, aber der Ref ist K.O., weil er gegen Sheamus davor geflogen ist. Deswegen geht das Cover nicht durch, weil der Ref halt K.O. ist. Es gibt nochmal einen Kick von Sheamus, einen Kick von Rusev. Und so kann Rusev letztlich Cesaro pinnen und sich feiern. Und die Raw endet damit, dass Rusev von Roman Reigns umgespeert wird. So viel zu der Raw. Die Raw hat mir auch wieder relativ gut gefallen. Ich habe ja schon gelesen, dass manche die echt behindert fanden von vorne bis hinten. Also, ich habe das jetzt nicht so empfunden. Ich fand die Raw wieder relativ gut gefüllt von den 3 Stunden her. Aber die Raw sind halt von der ersten bis zur dritten Woche immer schwächer geworden. Aber wie ich finde, noch auf einem relativ guten Niveau. Und kommen wir jetzt zu Tuesday Night SmackDown. Das Ganze geht nämlich los mit einem Backstage-Segment zwischen Del Rio und Orton, weil die ja, wie vorher angekündigt, ein Match haben werden. Aber da wurde jetzt eigentlich nichts allzu Wichtiges gesagt. Die beiden haben sich halt angegiftet, wie es halt typisch ist. Und SmackDown begann vom In-Ring-Technischen mit einer Wyatt-Family-Promo, wo Bray Wyatt sagt, dass Ziggler nicht fair gewonnen hat, weil er halt erstmal, wie heißen eigentlich diese Polster beim Ring? Gibt es dafür einen speziellen Begriff? Keine Ahnung. Die abgemacht hat und Bray Wyatt dann davor dagegen geschmissen hat. Und er sagt, dass er der Gott ist und SmackDown ihm gehört, aber Dean Ambrose, und da bricht ihn dann. Und irgendwie hatte Dean Ambrose eine andere Namensanzeige als die anderen, denn die ist jetzt bei SmackDown Live irgendwie rechts an der Seite, was ich, naja, eher verwirrend finde. Da stehen auch noch irgendwelche Sachen, dass er einfach nur da, um sich von Raw zu unterscheiden, denke ich mal. Aber Dean Ambrose hat die irgendwie unten links. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er jetzt Champion ist. Ja, fand ich ein bisschen komisch. Ambrose sagt dann auf jeden Fall, dass den Leuten SmackDown gehört und den Champion, so John Cena-like. Dann kommt noch Dolph Ziggler, der sofort in den Ring stürmt und die Wyatts angreift. Ambrose unterstützt ihn und es gibt einen Brawl. Aber Dolph Ziggler superkickt aus Versehen Ambrose. Und Wyatt gibt Dolph Ziggler auch noch eine Sister Abigail. Uah. Ich habe gerade voll viel Luft im Bauch, deswegen habe ich gerade voll komisch geklungen. Und auf jeden Fall war das auf jeden Fall da, um den Main Event aufzubauen, denn es gibt im Main Event, wie später Backstage noch durch Daniel Bryan und Shane McMahon angekündigt wurde, gibt es im Main Event das Match Dolph Ziggler und Dean Ambrose gegen die Wyatt Family, oder zumindest die Teile, die davon bei SmackDown sind. Und ich muss niesen, 3, 2, 1, kennt ihr dieses Gefühl? Ihr denkt, ihr müsst niesen, aber dann nicht niesen müsst? Das hatte ich gerade. Naja, auf jeden Fall gab es dann das nächste Match, das zweite SmackDown Match von American Arthur gegen irgendwelche lokalen Jobber, die irgendwie, ja, nicht wirklich cool aussahen, aber so ist es halt eben mit Jobbern, die sollen halt kacke sein. Aber bevor das Match beginnt, kommen die Ascension, die Vault Villains und die Hype Bros, also alle Tag-Teams von Friday Night sagen, von Tuesday Night SmackDown raus und stellen sich alle in den Ring. Nach einer schnellen Abfertigung gewinnt American Alpha das Match gegen die Jobber und dann gibt es einen Brawl der Tag-Teams im Ring, wo am Ende auch wieder American Alpha oben steht, was wohl heißt, dass sie das dominanteste Team von SmackDown sind. Aber ich glaube nicht, dass sie die ersten Champions werden mit dem neuen Titel für SmackDown. Denn das wäre ein bisschen zu obvious. Aber mal gucken, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall wird dann angekündigt, dass Eva Marie demnächst ihr spektakuläres In-Ring-Debüt feiern wird. Ah, ist das nicht schön. Bevor das passiert ist, gab es noch ein Interview Backstage an diesem Interviewtisch. Und hier nochmal eingeschmissen, ich finde Talking Smack, so heißt ja dieser Talk, der nach SmackDown kommt, das ist ein richtig behinderter Name. Aber nur mal so nebenbei wollte ich das mal erwähnen. Hier gab es ein Interview mit The Miz und Maryse. Aber die beiden, das juckt ja eigentlich nicht, was Renee Young da fragt. Die beiden haben nur Augen füreinander. Und während eines Apollo Crews-Einspielers, welcher ja der Gegner für The Miz beim SummerSlam und den IC-Titel ist, liegen die beiden dann danach auf dem Pult und gucken sich an und knuschen. Fand ich relativ lustig, muss ich sagen. Auf jeden Fall gab es dann Becky Lynch gegen Eva Marie. Oder besser gesagt, es gab es nicht. Denn wie auch schon letzte Woche konnte Eva Marie nicht antreten, denn ihr BH oder Sport-BH oder Wrestling-BH, wie auch immer das heißt, ist gerissen und das Match wird abgebrochen. Und dann zieht es jetzt also wirklich durch, dass man Eva Marie bei Matches nie antreten lässt, weil er an was immer ist. Finde ich echt gut, muss ich sagen, weil man jetzt kapiert hat, die kann man nicht zum Face machen. Die ist jetzt einfach ein Heel, wird so ein richtig, so ein feiger Hurensohn-Heel. Finde ich super, weil das ist das Beste, was man mit Eva Marie machen kann.
und deswegen habe ich damit kein großes Problem. Becky kriegt es dann im Ring auf, dass sie niemanden zum Kämpfen hat und sagt, er an einer, der Backstage gerade ist, der soll jetzt zum Kämpfen kommen. Und Alexa Bliss kommt heraus und es gibt das Match Alexa Bliss gegen Becky Lynch. Aber nachdem das Match noch nicht allzu alt war, nach irgendwie 3-4 Minuten war das, glaube ich, kommt Eva Marie wieder raus. Und sie möchte jetzt auf jeden Fall kämpfen. Becky ist dadurch abgelenkt und Alexa Bliss gewinnt dann mit dem Twisted Bliss, was ihr Finisher ist. Finde ich super, weil Alexa Bliss jetzt einen Sieg bekommen hat und Relevanz und Becky Lynch wurde nicht so viel an Relevanz geklaut, weil das halt kein cleaner Sieg war. Also war es insgesamt für mich eine echt gute Lösung. Ja, dann hatten wir das schon vorher angekündigte Match zwischen Randy Orton und Del Rio, welches halt so ein Standard-Match war einfach. Aber viel mehr habe ich da auch nicht erwartet, muss ich sagen. Del Rio geht halt auf die linke Schulter von Randy Orton, welche ja die verletzte Schulter war. Oder was die rechte, die verletzt war, da habe ich gar keine Ahnung. Auf jeden Fall war Randy Orton an einer Schulter verletzt und die wird jetzt hier natürlich auch bearbeitet. Auch mit einem Cross-Armbreaker über dem Seil. Naja, finde ich auf jeden Fall gut, dieses Storytelling, dass man auf die Schulter von Orton geht. Aber das Match endet dann damit, dass Randy Orton das Pult abbaut und bevor er fast den RKO gelandet ist, hat, wie auch immer, um dadurch vielleicht ein RKO zu zeigen. Aber Del Rio lässt sich dann disqualifizieren, indem er Randy Orton mit dem Stuhl schlägt und die beiden begeben sich in den Ring. Randy Orton richtet sich gerade auf, Del Rio will ihn jetzt auch noch schon im Ring mit dem Stuhl verprügeln. Aber dann gibt es natürlich den RKO from out of nowhere. Und das ganze, der ganze Brawl und das ganze Match war auch wieder da, um den RKO von Out of Nowhere noch einmal stärker darzustellen, damit man echt weiß, der kann von überall kommen, der kann Brock Lesnar damit besiegen, der werte Randy. Ich denke mal, dass dafür der ganze Kram von Randy Orton auch in den letzten Wochen da ist. Dann hatten wir ein Backstage-Segment, wo Rhino so ein bisschen trainiert hat und Alter, was hat der bitte schon für ein Bizeps, das ist doch echt krank, der Typ ist einfach von vorne bis hinten ein Tier. Dann kommt Heath Slater, der sagt, ach bitte, ich habe 2 Kinder. Du musst mich hier gewinnen lassen. Naja, beim nächsten Mal Satz mit den Kindern hat er dann auf einmal 4 Kinder. Das ist dann Rhino Spanisch vorgekommen. Und Rhino hat dann natürlich gesagt, nein, lass mich nicht gewinnen. Denn die beiden haben ja, wie letzte Woche angekündigt wurde, ein Match gegeneinander. Und wenn Heath Slater gewinnt, kriegt er einen Smackdown-Vertrag. Weil er ist ja der selbsternannte Hottest Free Agent. Und ja, bevor dieses Match begann, traf jetzt auch The Miz auf Scooby-Doo. Und The Miz ist sauer, dass sein Gesicht nicht auf dem Cover von dem neuen Scooby-Doo WWE-Film ist. Und Scooby sperrt ihn in dieser Mystery-Car ein und klaut The Miz Auto. Das hatte einfach keinen Sinn, außer halt den Film zu promoten. Aber es hat mich auch wieder unterhalten, weil ich es lustig fand. Danach gab es das Match Slater gegen Rhino. Und die Slater hatte eine Free-Agent-Namensanzeige. Was ich cool fand, dass da auf so ein Detail geachtet wurde. Und die Slater war am Anfang echt überraschend dominant, muss ich sagen. Ich habe ihn eigentlich noch kaum so dominant in dem Match gesehen. Aber ja, Slater will halt unfair gewinnen, indem er die Beine auf dem obersten Seil dann sogar hat bei einem Pin, was natürlich nicht erlaubt ist. Das merkt der Ref dann auch. Slater ist abgelenkt, es gibt den Gore, also einen Spear für Leute, die es nicht wissen, von Rhino. Und 1, 2, 3 und Rhino gewinnt. Und Heath Slater ist immer noch nicht unter Vertrag. Naja, der beschwert sich auch darauf hin bei Shane McMahon und Daniel Bryan, dass er so seine 7 Kinder, ja, inzwischen sind es 7, nicht 2 oder 4, so nicht durchfuttern kann und sagt, dass SmackDown Heath Slater nicht verdient und geht dann angepisst weg. Als nächstes gab es dann noch ein Women's Match, nämlich Carmella gegen Natalya und das Match startet eigentlich mit einem Brawl vor dem Match, weil Natalya Carmella während des Entrances wieder attackieren wollte, was nicht ganz so gut ging, das Match begann, war ein, wie ich fand, jetzt echt relativ gutes Match auf jeden Fall zwischen den beiden. Also, wenn man bedenkt, dass es eine Wochenshow ist und dass es halt ein kurzes Women's Match ist, hat es mir relativ gut gefallen. Und Carmella gewinnt clean durch eine Submission, durch ihren Submission-Finisher. Wie er heißt, das weiß ich gerade leider nicht. Und das finde ich gut, jetzt haben Carmella und Alexa Bliss beide ihr Match gewonnen und sind gut im Main-Roster angekommen. Als nächstes gab es dann ein Sales vs. Cena-Rückblick. Und die waren auch beide nicht anwesend bei SmackDown, weil sie beide irgendwelche Live-Event-Termine hatten. Was ich lächerlich finde, dass man Live-Events jetzt irgendwie den Wochenshows, also Raw oder SmackDown, bevorzugt. Das finde ich echt dumm. Also muss ich jetzt echt mal sagen. Den Einspieler habe ich auch übersprungen, weil der mich dann in dem Fall nicht interessiert hat, aber er war sicherlich hochklassig produziert, wie alle Einspieler so von der WWE es halt sind. Dann gab es den Main Event Ambrose und Ziggler gegen die Wyatts und man spürt in dem Match, was ich auch gut fand, richtig noch die Rivalität zwischen Ambrose und Ziggler, die jetzt zwischen den beiden auch herrschte.
Und ja, ein Highlight im Match war für mich der Apron Chokeslam von Bray Wyatt. Ich finde, der sollte nochmal ein bisschen besser aufgebaut werden und härter noch gezählt werden. So ähnlich wie die Apron Powerbomb von Kevin Owens, damals bei Zayn. Aber an sich fand ich, das war echt eine coole Aktion. Es geht dann gegen Eric Rowan ein Zigzag von Dolph Ziggler und Bray Wyatt bricht das Cover aber auch. Dann kommt ein Suicide Dive von Ambrose, welcher aber verbotscht war, weil Ziggler mitten im Weg lag und er deswegen nicht so viel Schwung holen konnte. Das sah echt relativ komisch aus. Auf jeden Fall kann Dolph Ziggler dann Eric Rowan nach dem Superkick pinnen. Und am Ende stehen Ambrose und Ziggler oben. Aber es gibt dann natürlich noch Dean Ambrose Super stehen Dirty Deeds. Jetzt steht nur noch Ambrose oben. Und das ist das Ende der dieswöchigen Smackdown-Ausgabe. Ja, es war insgesamt eine echt starke Smackdown. Smackdown hält sein Niveau auf jeden Fall. Das muss ich einfach sagen. Und zu sehen den Segment noch, zu diesem Match und so nochmal. Ja, der Wyatt Family, weil halt Rowan gepinnt wurde, ist es mir egal, dass die Wyatts verloren haben. Und Wyatt kann eh nicht so schnell ein Momentum verlieren. Weil Wyatt wird seine Chance, denke ich, um den Titel nochmal nach dem SummerSlam bekommen. Oder auf jeden Fall eine relevantere Fehde, denn der hat ja um den SummerSlam noch nichts vor. Deswegen denke ich, wird da irgendjemanden angreifen. Und sei es irgendwie AJ Styles oder so, etwas in der Art. Irgendwas wird da auf jeden Fall beim SummerSlam, denke ich, mal kommen. Und es hat mir in der Hinsicht gefallen, dass man hier nochmal schön die Rivalität zwischen Ziggler und Ambrose, welcher beide Face sind, noch weiter aufgebaut hat. Und jetzt natürlich, wie jede Woche die Frage, welche Show fand ich denn besser? Und ja, diese Woche hat für mich auf jeden Fall SmackDown gewonnen. Weil Raw, das ist so im Moment gleich so ein bisschen am sinkenden Schiff. Die erste Raw-Ausgabe war richtig gut. Die zweite war immer noch sehr gut. Und diese hier fand ich gut. Aber SmackDown bleibt halt auf einem sehr guten Niveau insgesamt. Und deswegen hat SmackDown für mich gewonnen, weil Raw es, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, nicht ganz geschafft hat, die 3 Stunden relativ gut zu füllen, während SmackDown die 2 Stunden gut gefüllt hat. Deswegen geht für mich diese Woche der Punkt an Tuesday Night SmackDown. Und damit steht es 2-1. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Woche bei meinem nächsten Rückblick oder was auch immer, welches Video ihr von mir, ihr euch als nächstes anguckt. Bis dahin auf jeden Fall. Und dann verabschiede ich mich und sage ciao.